ich bin Lance Play und ich begrüße euch zur ersten Folge von The Buzz. Ja, das Spiel ist heute endlich erschienen und ja, wir werden heute schon die Fahrt fahren und zwar vom Flughafen Tegeln zum Alexanderplatz. Mit dem Gelenkbus diese Folge, bis zum Alexanderplatz und dann zurückfahren wir dann mit dem Dreitürer. Wetter dynamisch, ich würde sagen, wir starten die Runde. Ihr werdet jetzt, weil ich spiele mit Lenkrad, ihr werdet vielleicht hier und da mal das Zurückschleifen von meinem Lenkrad hören. Bitte, nicht dislike oder irgendwie sowas. Ja, jetzt sind wir drin. Gut, ich weiß jetzt nicht die Uhrzeit, das habe ich irgendwie nicht gescheit eingestellt. Egal, aber hier ist unser Gelenkbus, wir sind am Flughafen Tegel, das Spiel ist gerade kurz nochmal gecrashed. Deshalb muss ich hier nochmal kurz das Spiel neu starten und alles neu einstellen. Und da habe ich anscheinend die Uhrzeit vergessen. Aber das macht nichts, wir fahren immer bei Regen. Ist ja was Schönes. Ah ja, um 0.35 Uhr. Kann man mal machen. So, dann geben wir mal bei unserem Bordcomputer unsere Nummer an, unsere Fahrernummer. Das ist die 90971. Eins. Passt so. Und die Leute steigen jetzt auch bei uns ein. Halten wir noch Licht an. Nebenanlage. Und die Tür schließen wir noch. Gang nochmal hochgeben. So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen was. Dann werde ich nochmal kurz alle Türen öffnen. Fahrlicht an, Beleuchtung. Hier haben wir schon das Licht an. Dann kann man hier rüber gehen. Luke würde ich jetzt nicht öffnen. Das, das passt so alles. 1, 2, 3. Passt. Weil jetzt haben wir hier andere Kameras. Und können so alles überwachen. Ja. Ich würde sagen, ich warte. Was ich gerade vergessen habe, ist, ich habe euch ja noch gar nicht den Bus gezeigt. Ja. Ganz geschickter. Ja. Da, wir fahren mit der 18-Meter-Variante. Ist noch irgendwie hier sehr laut. Also der Bus ist generell sehr laut. Hier haben wir ein paar Türen. Ja, das kann man hier auch öffnen. Aber ich gehe mal raus. Ja, ein schönes Ding. Und damit werden wir heute ein bisschen weiter als wir zum Hauptbahnhof fahren. Und ja. Hier kann man übrigens auch das. Nein. Das nicht. Nein. Da. So. Kann man diese Rollfahrer-Ding da ausklappen. So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz das Spiel neu die Welt neu gelernt, weil das hat irgendwie nicht gescheit funktioniert mit dem Rollstuhl, da war der Trigger hinnig. Jetzt habe ich alles wieder hochgefahren, wir fahren jetzt um 7 Uhr und ja, hier ist unser erster NPC, der was kaufen möchte. Und zwar ein Einzelfahrschein ABC, das hat er sogar. Das soll er haben, hier, bitteschön. So, ein Träumchen. Jetzt ist der Bus ein bisschen leiser. Das ist gut so. Genau, so habe ich mit dem Blinker eingesetzt. Joi. Kann man mal machen. So, dann können wir hier wunderbar fahren. Ein Träumchen. Mitten im Regen. In Berlin. Vom Flughafen Tegel. Den Flughafen Tegel. Der ist der zurzeit nimmer offen oder der wird auch nimmer aufsperren. Der ist jetzt nur im Spiel, weil Berlin 2018 dargestellt wurde. Weil die TXL-Linie fährt auch gar nicht mehr. Soweit die jetzt immer anders, die
Laut den Entwicklern wird die sogar, ich kann das jetzt nicht bestätigen, deshalb sage ich jetzt laut den Entwicklern, die wird die Linie ständig geändert und das stimmt, wenn man die Map 1 zu 1 nachbaut, dann kann man nicht jedes Monat irgendwo was an der Strecke verändern. Und jetzt schon gar nicht im Early Access. Ja. Deshalb fährt man halt noch zum Flughafen Tegel und noch vom Flughafen Tegel weg. Ja. Ein Träumchen. Jedes Träumchen ist ein Träumchen. Da geht's weiter. Oh, blinkt mal schon vorbildlich. Vorn Sie, vorn Sie. Also ein Tempomat reingemacht. Das will ich nicht. Ups. Haben wir das Lenkrad gerade noch fest? Da schauen Sie, oh, jetzt geht's. Oh, da ist so. Jetzt bremst mal ein bisschen. So. Geschmeidig. Ein Träumchen. Ja, genau, das Spiel ist heute erschienen um 11 Uhr. Ja, das war gerade die Ansage. Ja, jetzt wird es vier Phasen geben, die jetzt in den nächsten 8 bis 16 Monaten die Features von der Bass freischalten werden. Also jetzt in Phase 1 kommt dann in ein paar Wochen oder Monaten dann die. Kommen die KI-Busse hinzu, wo du dann auch bei denen mitfahren kannst und sowas. Und ja. Ey, die Kabel nerven hier unter meinem Lenkrad. Haben hier so einen Saustall. Ja. Es wird heute, wenn ich noch dazu komme, ich habe den Stream jetzt mal geplant auf YouTube. Wird es eben auf YouTube einen der Bass-Stream geben. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich werde ich noch einen machen und ansonsten mache ich den halt morgen und dann auf Twitch. Weil Freitag mache ich jetzt immer auf Twitch die Streams. Mach nur mit Ausnahmefällen auf YouTube die Streams. Und weil ich eben will, dass alle sehen können, wie der Bass ausschaut und ich auf YouTube mehr Follower habe, also Abonnenten, was sag ich, Follower, wird es, hab ich mich dazu entschieden, den Stream auf YouTube zu machen. Ach, heute ist meine Sprache, meine Stimme, da merkt man schon wieder, nicht die beste. Ja, ich habe ausgeschalten, dass man diese Markierungen wie im Fernbus-Simulator sieht, weil ich die nicht so schön finde. Ich bin jetzt vorher schon eine Runde gefahren, dass ich mir das halbwegs gut vorstellen kann. Aber ja, wir sind eh beim Navi. Das kann man übrigens auch mit Tab ändern. Da kann man dann so hier allgemeine Informationen. Ah, die Uhrzeit oder irgendwie, ja, sowas sieht man da. Hier den Spiegel und sowas könnte ich zum Beispiel einschalten. Ah, die nehmen alles nur weg und deshalb, man kann ja auch die Sitzposition bearbeiten, aber ich mag die eh. So. Nächstes Ticket. Einzelfahrschein A, B wird gedruckt und Sie kriegen noch ein Eurollchen. So. An, können wir weiterfahren. Da ist schon so ein Ehrenbrudi, der lässt uns. Oh, ah, das war ich nicht. Ja, derzeit in Phase 1 kann man nur diesen zwei Busse fahren, den Gelenkbus und den Dreitürer Solobus. Da wird es auch noch in Phase 1 oder erst später dann den Zweitürer geben von dem Solobus. Ja, und man kann die TXL-Linie fahren und die Routen schon editieren. Das werden wir uns dann, nachdem wir gefahren sind, anschauen. Ich finde, Gameplay ist am Anfang wichtiger als wie irgendwelche, ja, Modding-Sachen. Jetzt nicht direktes Modding,
aber in der Art Showmodding ein einfaches Modding hat. Ja, und wenn wir auch gerade schon beim Thema Streams sind, das war ich nicht. Schauen Sie doch den hinter mir an. Der ist in sich reingefahren. Es wird, dann kommt das Ding am 31. Ich glaube, das ist jetzt ein Mittwoch, verklagt mich nicht. Oder ein Donnerstag, ich glaube, jetzt ist es Donnerstag. Dann wird es einen Among Us Stream geben von der neuen Map Airship. Die kommt ja jetzt dann am 31. raus. Und da wird es dann auch ein Stream geben mit Freunden. Da habe ich schon ein paar organisiert und dann spielen wir da auf Twitch die neue Map. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. So. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Oh, schauen wir in die Kameras, sind alle raus. Und drinnen können wir weiterfahren. In Folge der Navigation zum nächsten Ziel. Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Geht's da nicht links? Wie ist denn da die Karte? Ne, da geht's noch geradeaus. Ja. Okay. Hey, hey, hey! Hey! Die Tastenbelegung muss ich dann jetzt noch machen. Aber das ist kein Problem. Berlin ist in meinem Science-Maßstab dargestellt, das habe ich eh schon gesagt. Ja, die Leitstelle gibt es übrigens auch schon, die ist schon modelliert. Die ist am Betriebsbahnhof. Da war ich heute schon am Nachmittag, bevor ich das Video mal aufgenommen habe. Ich werde euch da jetzt mal kurz ein Bild einblenden. Da sieht man zumindest, wie sie von außen ausschaut. Also man kann jetzt noch nicht reingehen und dort irgendwas machen, weil dort sind die Türen. Aber sie ist schon ausmodelliert. Sie ist halt noch nicht freigeschaltet, dass du es machen kannst. Oh, das ist ja falsche Spur. Genauso wie es meiste von dem Spiel. Das soll ja dann am Ende sogar eine, mit Multiplayer und Leitstelle und sowas haben. Du kannst dann im Multiplayer managen. Das wird es ja alles dann am Phase 3 geben. Nur diese Phase 3, die wird erst in ein paar Jahren, in ein paar Monaten existieren. So. Turmstraße, Beusselstraße. Oh. Ehrenauto, dass du uns reinlässt. Ja, da wird es einen Among Us Stream geben und auch ein paar Folgen. Und mit Mr. Cupid nehme ich auch irgendwann Folge, auch was ich in dem Video erwähnt habe. Und der Bass kommt jetzt in nächster Zeit des Öfteren. Ich meine, jetzt kann man halt bei Phase 1 noch nicht sehr viel zeigen, deshalb wird es jetzt nicht... Oh. Falsches Pedal. Wird es jetzt nicht Unmengen an Folgen geben, du kannst halt nur einmal hin, zurück und vielleicht dann noch irgendwelche besonderen Sachen zeigen, wie eben den Betriebsbahnhof und sowas. Aber mehr geht eben derzeit nicht. Und eben diese Routen editieren. Das heißt, es wird jetzt mal 5 Folgen geben. Ich privat werde dann noch ein bisschen spielen. Aber ja, Folgen werde ich jetzt nicht wirklich dazu machen. ABC-Fahrschein wollen sie. Da soll er immer alle kaufen. So. So, da können wir fahren. Das sieht gut aus. Das ist, wie eng kann man eigentlich Straßen machen?
Ich weiß jetzt nicht, ob das in Berlin so ist. Also, ob es dort wirklich so ist, aber Junge, der Bus. Das sieht nicht gesund aus. Ich meine, irgendwie geht's ja noch, aber Bus und LKW, da geht jetzt nichts mehr. Ja, ich werde dann auch in Zukunft irgendwann mal das HUD da vom Navi ausblenden, weil es stört mich grundsätzlich. Also es stört mich, das ist nicht grundsätzlich, das stört mich einfach. Nur ich kann halt noch nicht die Strecke auswendig, dass ich jetzt richtig fahren kann. Ich fahre lieber richtig und muss dann nicht irgendwie rangieren und habe halt dafür ein Navi. Jetzt zumindest am Anfang. Oh, das dürfen wir nicht fahren. Ah, die Bremse ist hier aber sehr empfindlich. Oh, fahren Sie, fahren Sie. Oh, nächster halt, Next Stop, Turmstraße. U-Bahnhof Turmstraße. Der bremst innerhalb von 5 Sekunden 20 km/h runter. Alter. Ah, und die neue KI bis zum Release oder in Phase 3 werden dann halt die restliche KI geändert. Also die Personen-KI, aber auch die LKW-KI und sowas. Bis jetzt sind ja nur diese PKW-Autos geändert worden. Die werden halt dann auf die neu umlackiert, so wie die mit solchen Metallfarben. Weil da merkt man schon einen Unterschied im Gegensatz zu dem LKW da. Der ist, ich bin heute in dem drinnen gepickt, der Frontscheibe, und der ist nur verpixelt. Und jetzt eben durch die. Oh, das sieht echt nicht gesund aus. Durch die neue. Also, da der Bass so schon viel Anforderungen hat, können sie das. Sie machen es halt. Damit sie halt angepasst werden an die gute Grafik. Das wollte ich sagen. Mann, ich rede heute so viel Blödsinn. Hört mir einfach immer zu. Schaltet das Video stumm und tut euch nur das Gameplay anschauen. Junge, der Bus. Ich dachte, du. Ja, morgen. Ja, morgen. Ja, morgen. Mein ganzer Tisch wackelt. Da meine Station. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Grüß Gott, bonjour, salut. Oh, alle mitgenommen, oder? Ja, sieht gut aus. Oh, uiui. Uiui. Mit Lenkrad kann ich noch nicht so gut fahren. Verzeiht mir das bitte. Fahr doch, Junge, ich beschleunige schneller als wie du. Ich bin aber im Bus. Oh, Hauptbahnhof wird unsere letzte Station sein. Das Video soll ja nicht so lang werden. Da kommen wir noch drüber. Also, ihr habt die Augen zugemacht. Ich habe die Augen zugemacht. Wir haben alle die Augen zugemacht. So, und ich halte ja immer, wenn rot ist. Da. Ist rot, ich halte. Vorbildlich. Oh, die Beleuchtung ist ja einfach so schön. Vor allem, wenn man das dann in der Cockpit anmacht und sowas. Robert Kuchblutz. Thank you.
Der Regen schaut irgendwie schöner aus als wie im Fernbus-Simulator. Obwohl sie da eigentlich nichts geändert haben. Ich finde das da mit dem Licht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das nicht in der Uhrzeit war. Irgendwie schaut es so schön aus mit dem Nebel und dann regnet es. Das ist richtiges Sauwetter. Oh, jetzt sind wir aber gleich da. Oh, wir können gerade ausfahren. Grüne Welle. Nee, da ist... Links müssen wir nicht, wir müssen gerade... Da ist, beginnt unsere Busspur. Ein Träumchen. Also das Navi buggt hier extrem. Muss man schon sagen. Wer will er mich dorthin leiten? Gibt keinen Sinn. Also bei Navi, da müssen sie nochmal was überarbeiten. Gibt es manchmal halt so gewisse Stellen, wo der dann seine Position verändert. It's so crazy! Oh, grün. Kannst du jetzt denn? So, grün. So, Busspur. Da vorne, da ist jetzt unsere Haltestelle, oder? Ja. Ah, nee, da hinten erst. Gut. Gut. Dann sind wir jetzt da. So, jetzt lassen wir die noch mal kurz ein- und aussteigen. Keiner will ein Ticket, ein Träumchen. Ich bin begeistert. So, ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter zum Alexanderplatz. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.